Du hast Spritzwein zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter @spritzwein zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf patreon.com/spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören, natürlich wie immer, Umlaute ausgeschrieben. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 5. Folge von Spritzwein. Zum Frühstück. Wir müssen uns wirklich langsam was Neues überlegen. So. Vorschläge werden gerne genommen. Wir sind einfach nicht klüger als das, habe ich das Gefühl. Stimmt wirklich. We can't. Kein Schulabschluss. Meine Frage zum Tag ist, es ist die letzte Woche im Inland sehr viel passiert und ich fühle mich einfach hin und her gerissen. Was ist eure Lieblingsschlagzeile der letzten Woche? Schnee von gestern ist gut. Das ist einfach, ich bin immer noch überzeugt, dass er das absichtlich gemacht hat, so es kann nicht anders sein. Ja. Er hat einfach gesagt so, I know I'm not going to be prosecuted for this, I'm going to make a joke. Gudenus kann kein Englisch, aber... Ja. Daniel, hör auf, Englisch zu reden. Ich muss sagen, ich find aber Darmwindgate ist auch super. Darmwindgate ist genial. Ja. Was ist die Schlagzeile? Huh? Er hat gefragt, was ist die lieblingste Schlagzeile? Huh? Ja, irgendwie so halt, okay. Also 500 Euro Furzstrafe. So genial. Wir sind einfach drei Sachen unabhängig voneinander passiert. Okay, ja. Meine Lieblingsschlagzeile, ich finde es lustig, dass wir hier so den Circle schließen. Dani hat Gudenus gesagt, du hast Darmwindgate gesagt. Ich finde einfach... Der Fakt, dass Hofer jetzt angezeigt wurde für seine fucking Koran-Aussage, ist einfach so königlich. Ja. Und wir werden über alle drei Sachen reden. Ganz genau. Oh mein Gott, es ist fast so, als hätten wir uns mit diesen Themen befasst. Warte mal, es ist fast so, als hätte ich mir die Frage deswegen überlegt. Okay, kommen wir zum ersten Thema. Ja. Und zwar Darmwindgate, wie wir das nennen. Jedes Mal, wenn ich das höre. Darmwindtor vielleicht auf gut Deutsch. Genau. Es ist in aller Munde, wobei hoffentlich nicht. Wenn schon, dann seid ihr weirder Fetischisten. Genau. Ja. Das ist lustig. Reddit-User Valstep hat vor einer Woche... Das ist, woher wir unsere Informationen beziehen. Ja. Ausschließlich. Von Reddit, hat vor einer Woche ein Foto seines Strafzettels gepostet, deswegen ist es relevant, wo er eine Strafe von 500 Euro begleichen muss. Und wofür? Wortlaut lautet, sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem sie vor Polizisten laut einen Darmwind haben entweichen lassen. Du merkst einfach, ganz kurz, dass das so ein richtiger Wiener Polizist ist, einfach wo er das Haben in den Satz eingebaut hat. Weil er hätte es auch einfach halt normal schreiben können, aber er hat es einfach in diesem wienerischen, sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, weil sie laut einen Darmwind vor einem Polizisten haben entweichen lassen. Und es ist einfach so, ich habe es jetzt verdreht, aber... Ja, nein, aber es ist wienerisch plus Beamtendeutsch. Ja. Weil wer zum Fick hat dir einen Darmwind entweichen lassen? Ich finde das super. Ich finde prinzipiell es urwitzig, wenn so... normale Polizisten auch dann plötzlich dieses Beamtendeutsch reden. Ja. Oder in ihrem Wiener Akzent. Diese alternativen Begriffe, so, die man im Militär benutzt, so Essen fassen. So. Wieso kann man nicht einfach Essen gehen sagen? Nein, es geht nicht. Essen fassen. Und dann manchmal noch mit dem Meidlinger Ale dazu. Und das Meidlinger Ale kannst du einfach riechen in diesem Satz. Ich finde es so gut. Ich bin Polizist. Okay. Die Polizei Wien meldet sich dann auch auf Twitter zu Wort mit der folgenden Verteidigung und ich zitiere wieder. Natürlich wird niemand angezeigt, wenn einmal versehentlich unter Anführungszeichen einer auskommt. Der Angezeigte verhielt sich jedoch während der gesamten vorangegangenen Amtshandlung bereits provokant und unkooperativ. Er erhob sich leicht von der Parkbank, blickte die Beamten an und ließ offenbar in voller Absicht einen massiven Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten ab. They doubled down, bro. Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern. Schau, da haben sie gecheckt, das Anfurzen, ist, vielleicht klingt das ein bisschen... reicht vielleicht, an Darmwinden. Wir wollen ja volksnahe sein als Polizei, vor allem heutzutage. Mhm. Ich muss sagen, so, ich finde natürlich die Story lustig, aber andererseits finde ich es trotzdem irgendwie wack von der Twitter-Polizei, also vom Twitter-Polizei-Account, dass sie dann
ich weiß nicht, ich finde prinzipiell diese Narrative sehr nervig von Leuten, die prinzipiell etwas Inkorrektes machen. Also ich finde es zumindest inkorrekt, dass dieser Typ dafür 500 Euro zahlen muss. Ja, sowieso. Und die dann es dadurch, die das dann so irgendwie erzählen, so, ja, er hat sich ja eh inkorrekt verhalten. Und schauen Sie, wenn es normalerweise jemand auskommt, dann ist es ja nicht. Dann würden wir ihm eh nicht 500 Euro geben, wenn er einfach antwortet. Aber der war davor schon provokant und dann hat er sie direkt angefurzt. Na, da mussten wir ihm 500 Euro geben. Also als Polizist, da will man sich auch nicht anfurzen lassen. Ich muss sagen, der Twitter-Account, das ist @lpdwien, glaube ich, das ist die ultimative Propagandamaschine. Sie einfach decken okay, ich meine, alle, was sollen sie sonst machen? Die ganze Zeit den Rücken. Na, okay, ich finde es einfach lustig, weil halt, du könntest doch einfach drüber lachen und einen Witz, so wie der Wiener Linien-Twitter-Account, der macht die ganze Zeit dumme Witze, der ist urlustig. LPD Wien-Twitter-Account, keine Shitposts. Okay, aber du musst schon sehen, so, das ist ein bisschen was anderes. Ja, trotzdem, egal was aber passiert, sie können nicht auch einfach sagen, ja, das ist interner, keine Ahnung, Diskussion. Nur ganz kurz, ich hätte es lustig gefunden, könnt ihr euch erinnern, damals, wie diese Demonstranten verprügelt wurden, so. Ja, also natürlich wird niemand einfach hinter Autos gezerrt und wird ihnen 12-mal in die Niere geschlagen. Aber der Demonstrant hat sich davor auf der gesamten Demo schon sehr provokant verhalten und hat auch einmal einen Polizisten angespuckt. Und anspucken wollen sich die Polizisten dann doch nicht lassen. Meine Damen und Herren. Aber ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen bedenklich, weil genau so ist dieser Tweet ja gedacht. Dass man irgendwie so ist, so, ja, stimmt eigentlich, so, ja, eigentlich, ich würde mich ja auch nicht anfurzen lassen wollen. Da würde ich ihm auch 500 Euro Strafe geben. Dass du das ein bisschen einfach so relativierst und dann... Ja, vor allem die Geschichte von der Polizei, wer es überrascht, stimmt überhaupt nicht mit der Geschichte von dem Furzer, nenne ich jetzt mal, überein. Der Furzer, Bro. Der Verein... vermeintliche Furzer war nämlich bei Höhe 24 zu Gast, wofür man alles berühmt werden kann. So genial. Und er hat ein Interview abgegeben und zwar auf der Parkbank. Ich würde gerne wissen, wie der Typ heißt. Man sieht seinen Namen im Interview, aber er wird tituliert bei Ö24 als Furzopfer. Er ist eigentlich der Furztäter. Ich weiß nicht wieso, aber er wirkt wie ein richtiger Florian. Nein, so heißt er nicht. Ich kann da nachher nachschauen. Aber ja, das Interview, das Lustige ist, das Interview ist auf der Parkbank, wo der Darmwind erstmals dem Mastern entwichen war. Ich finde das so lustig, dass sie so on-location filmen wollten. Guys, das ist ein historic spot. Ja, und was er sagt, ist nämlich, er war gar nicht unkooperativ. Er war mit ein paar Freunden, so 5, 6 Freunden, hat er dort halt gechillt, sie haben ein bisschen was getrunken. Irgendein Typ ist vorbeigegangen und hat sie angeschrien aus irgendeinem Grund. Dann wurde von irgendwem die Polizei gerufen. Die sind zu ihnen gekommen und haben sie um Ausweisung gebeten. Dann hat er gemeint, gut, sie haben schon nachgefragt, wieso, was ja eigentlich vollkommen legitim ist, wenn du zufällig ohne Grund irgendwie von der Polizei um Ausweisung gebeten wirst. Als Polizist will man sich auch nicht hinterfragen lassen. Also schau, da war er schon inkooperativ. Halt, ich kann aber schon verstehen, wenn jemand die Polizei ruft, aus irgendeinem Grund, dass du zumindest halt die Ausweise überprüfen willst. Ja, jedenfalls haben sie aber dann von allen... Ja, ja. Wieder mal Lenny der Bootlicker. Was? Ich will's dir nur was sagen. Ist daran Bootlicking? Ich sag einfach nur, das ist einfach halt... Okay, dann zeigst du halt deinen fucking Ausweis her. Sie haben die Ausweise genommen, alle zu 6, und haben anscheinend so Stück für Stück die Personen zu sich gerufen und gesagt, okay, wir checken jetzt das Bild vom Personalausweis oder vom Pass, wie auch immer, ab. Ich finde es halt bei solchen Storys schwierig, weil so, warum wurde die Polizei gerufen? Weil davon hängt mal ab, so, ob da weitere Sachen legitim sind oder es legitim war, die Polizisten anzufurzen. Okay, er hat dann gemeint, er war auf einer Bank, dazwischen war ein Tisch und dann in 2 Meter Abstand vom Tisch, also 3 bis 4 Meter entfernt, haben sie die Ausweise kontrolliert. Und dieser Typ ist übrigens nicht gut darin, auf den Punkt zu kommen. Er ist einfach so, ja, und dann war ich Zweitletzter oder vielleicht Drittletzter oder Zweitletzter, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls, ich war eher am Ende dran. Und dann hat er gemeint, er war nicht mal dran. Er war nicht mal dran, als er gefurzt hat, sondern die Polizisten waren in 4 Meter Entfernung und dann hat er einen Darmwind abgelassen. Bro. Und ein kleiner relevanter Teil der Geschichte fehlt auch in der Erzählung der Polizei Wiens. Und das will ich jetzt euch jetzt vorspielen vom Interview auf der Parkbank. Ja, bitte. Ja. Hören wir uns das mal an. Wegen der neuen Technologie können wir das jetzt direkt einspielen.
Ja, wenn nicht jemand dazwischen redet. Genau. Gut. Vielleicht war auch der Polizist einfach schlecht drauf, oder? Das kann man auch sagen. So ist mir das nicht so vorgekommen, weil auf den Schaß hat einer der Polizeibeamten geantwortet, vielleicht sollten sie, oder geantwortet, das war ja keine Aussage, aber auf den Schaß hin hat einer der Polizeibeamten zu mir gesagt, vielleicht sollten sie jetzt ihre Unterhose wechseln, also im Spaß auch. Die ganze Situation war recht aufgelockert, insofern erschließt sich mir auch nicht ganz die Behauptung, dass eine Anstandsverletzung oder eine Respektlosigkeit in dem Sinn stattgefunden hätte, weil ja der Polizeibeamte ganz offensichtlich nicht das zumindest sich nicht angegriffen gefühlt hat, wenn er einen Witz darüber macht. Also ich glaube, er wollte ihn einfach roasten und das missverstanden als Witz. Okay, aber ich finde ja, vielleicht sollten Sie jetzt die Unterhosen wechseln, ha? Herr die, Kollege. Die Implikation davon ist, dass es halt ein sehr, sehr nasser Furz war. Und sehr laut. Oh, wieso hast du das gemacht? I'm sorry, aber also auf welches Level gehen wir her? Mittlerweile machen wir einfach Furzgeräusche. Also das ist, wo wir jetzt angelangt sind. Das ist Humor pur. Ja. Aber findet ihr das nicht lustig, dass er das erwähnt als Teil des Interviews? Das ist einfach so, war übrigens, da ist noch was Wichtiges in der Geschichte dabei. Und dann aber wieso haben sie dann erzählt, wieso er dann tatsächlich Anstand verletzt wurde? Oder? Nein. Und der andere Polizist, ja, anscheinend wurde das im Nachhinein dann ausgetragen. Das ist extrem behindert. Aber der Typ ist, man sieht es auch in einem kurzen Clip, hat man es auch gemerkt, der Typ kommt auch nicht zum Punkt. Ja, wirklich. Das war ja eigentlich keine Aussage. ich meine, das so sag, lustig. Was du sagen willst. Der Schaas. Schaas, immer so. Aber wirklich ein lustiger Typ, ehrlich gesagt. Der ist ein 22-jähriger Student. Ich meine, erstens, okay, der kann sich das auch nicht leisten wahrscheinlich. 500 Euro ist schon viel. Bro, 500 Euro ist so einfach. 500 Euro ist extrem viel. Wenn du geringfügig arbeitest, ist das mehr als ein Monat. Ja. Ich verstehe nicht, wieso einfach Beamtenbeleidigung eine echte Sache ist. Okay, apropos dazu. Beamtenbeleidigung existiert nicht. Beamtenbeleidigung als solches gibt es nicht, sondern nur Ehrenbeleidigung laut § 15 des Strafgesetzbuches. Meine Ehre beleidigt. Und das gilt für alle Bürger und Bürgerinnen Österreichs. Also ich könnte auch Anzeige erstatten, wenn einer von euch mich dumm anfurzt. Was eh schon öfter passiert. Aber das ist doch schon oft passiert. Dass Nein, das ist noch nie passiert. Was? Das ist noch nie passiert. Dass wir Nein, aber diese Sachen mit Beamtenbeleidigung habe ich schon oft gehört. Aber das Beamtenbeleidigung gibt es nicht. Das ist nur, die Beamten sind die einzigen, die auf die Idee kommen. Aber das war doch was. Ehrenbeleidigung heißt das. Aber das gilt für alle. Aber Polizisten und Polizisten sind die einzigen, die sowas anklagen würden, weil das andere heißt, Leute haben Humor. Man sagt halt Freideutsch Beamtenbeleidigung, aber das, was dann im Strafzettel steht, ist halt eben Anstandsverletzung oder Ehrenbeleidigung. Aber wie gesagt, du hast als Zivilperson den gleichen Anspruch, diese Klage zu erheben. Das heißt, nur ganz kurz, Sie schreiben nämlich einen Strafzettel, wo drauf steht Täter Florian, Opfer Polizeibeamter und stellen sich einfach in die Opferrolle. Ja, ja, und sagen... Ich wurde angefurzt und jetzt schreibe ich dir ein Ticket. Genau. Ich dachte, das wäre einfach so ein Pauschalding, das wäre ja noch okay, aber sie tun sich ja wirklich... Und die Höhe der Strafe ist auch vollkommen willkürlich. Also vor 10 Jahren oder so gab es den gleichen Fall, wo ein Steirer irgendwie neben einem Polizisten gefurzt hat und der hat 50 Euro Strafe gekriegt. Aber was ist die Höhe der Strafe bei Anstandsverletzung? Ne, es kommt drauf an. Es kommt drauf auf die Art willkürlich. Der Beleidigung, auf den Kontext. Auf die Nässe des Darmwinds. Genau. Auf einfach die Tonlage des Darmwinds. Ja. Ich werde jetzt noch ein Geräusch unterlassen. Bitte. Ich meine, ich kann verstehen, wenn der Typ so einen Roundhouse Jump pullt und dem Polizisten einfach den Arsch ins Gesicht jumpt und voll einen fahren lässt, dass er maybe so eine kleine Verwaltungsstrafe kriegt. Weißt, so 20 was Euro. Nur ganz kurz, das ist einfach literally die Narrative von dem Twitter-Account. Ja. Nein! Du bist einfach ein kleiner Bootlicker, Mann. Nein, ich wollte sagen, ich kann verstehen, dass er eine Verwaltungsstrafe bekommt, aber ihr lasst mich ja nicht ausreden. Ja? Die ganze Radical Left lässt mich nicht ausreden. Dann Spaß, okay, ist ein Joke, ist ein Schmäh. Er ist ja anscheinend so hinter einem Tisch gestanden, oder? Also ich verstehe nicht mal ansatzweise so, wie du kannst halt einfach einen... Die Polizisten wurden offensichtlich nicht angefurzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast den Tweet nicht gelesen von der LPD Wien. Also, ach so, so einfach so anfurzen. Schau, lassen wenn, sich einfach, dann doch nicht? Einfach, wenn einem normalerweise einfach ein Darmwind entfällt, macht er nichts. Aber er war schon unkooperativ. Okay, I get it. Er hat nicht seinen Ausweis sofort aus seinem Mund rausgeholt.
Okay. Ich kann es verstehen. Also nicht die Polizei. Auf jeden Fall ist Lenny ein Bootlicker, nur um das mal festzuhalten. Bin ich ein Bootlicker? So, genug von dir. Ich habe ein kleines Schmankerl vorbereitet. Ja, bitte. Nämlich, ihr habt ja gefragt wegen Kosten oder Dani, du hast gefragt. In Deutschland gibt es übrigens Beamtenbeleidigung genauso nicht, sondern nur Ehrenbeleidigung oder halt das Äquivalent. Und ich habe für Deutschland einen Bußgeldkatalog gefunden. Nur ganz kurz, Polizisten sind einfach so, Erik, nimm dich wieder zurück. Hast du Mert beleidigt? Erik, er geht direkt auf Mutter. Mhm. Er geht direkt auf Ehre. Okay, und das ist eine Katalogisierung von Urteilen und Geldstrafen für Beleidigungen im Straßenverkehr. Aus Deutschland leider, für Österreich gibt es das nicht. Und ich habe mir gedacht, spielen wir ein kleines Spiel namens Wie viel koste ich? Okay? Hell yeah. Ich sage euch die Beleidigung und ihr sagt mir in Euro. Ein kleines Lenny versus Dani. Wie viel es kostet. Alright. Das ist nicht um, also the points are made up, wie man so schon sagt. Der Gewinner darf den anderen wegen Ehrenverletzung anzeigen. Genau. Bro, machen wir das wirklich? Machen wir einfach ein Patreon-Special? Oder machen wir das nicht? Wo wir uns einfach gegenseitig wegen Ehrenverletzung anzeigen. Oder wir machen das nicht. Okay. Seid ihr bereit für wie viel koste ich? Ja. Okay, die erste Beleidigung. Okay. Du Mädchen, in Klammer, zu einem Polizisten. Was? 150 Euro. 150, sagt Dani, was sagst du? 75 Euro. 75. Ding, 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 es sind 200 Euro. You gotta be kidding me. Du Mädchen. Ich hab gewonnen, 1-0 für mich. That's misogynistic, sexist und... Und pädophil. Und pädophil. Okay. Nächste Beleidigung. Du Wichser. Okay. Wie viel kostet für einen Wichser kriegt man schon Euro. Solide 1K. Ich würde schon sagen. 1K, bist du gestört? Was sagst du? Wer näher dran ist, ich 1000? Sag 1K. Ja. Du sagst 50. Ja. Es sind 1000 Euro. Was? 1000 Euro muss der Typ blechen? Das war ein Scherz. Du Wichser. Das war ein fucking Joke. 1000 Euro. Ich finde das schon eine Frechheit, dass jemand 1000 Euro zahlen muss, weil er jemanden einen Wichser nennt. Vor allem, wenn wir diese Beleidigung rationalisieren, das ist nicht mal eine Beleidigung. Das ist so, wenn man jemanden... Hey, Du Wassertrinker. Du masturbierst. Jeder macht das. Ja, ich meine, okay, wir brauchen das jetzt nicht darauf reduzieren, oder? Aber trotzdem, 1000 Euro. Okay, können wir kurz einfach sagen, dass ich einen Scherz machen wollte und einfach genau richtig gelegen bin? Ja, ich finde das eh absurd. Die sind teilweise... 1000 Euro ist mal ohne Spaß. Ich hab nur 5 rausgesucht, aber es gibt so 15 oder 20 davon. Manche sind so Idiot, 800 Euro. Und ich denke mir so, Bro, what the hell? Jetzt weiß ich, was ich bei dem tippen muss. Das nächste ist, hast du blödes Weib nichts Besseres zu tun? Okay. 350 Euro. 350, sagt Dani? 500. 500 Obwohl, Euro. Ich glaube, sie, möglicherweise war sie dann... Wenn sie dafür eine Strafe verhängt, entweder sie ist einfach so, ja, du bist einfach dumm, oder sie ist so, okay, ich bin... Okay, weißt du was? Ich bin kein dummes Weib. Ja. Außer es war ein Mann, dann vermutlich noch mehr Geld. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Du Mädchen war ja zu einem Polizisten, in Klammer. Hast du blödes Weib? Ah, das hast du nicht gesagt. Das hättest du sagen müssen. Ja, das habe ich aber gecheckt. Das habe ich gesagt. Okay, weiter geht's. Okay, hast du blödes Weib nichts Besseres zu tun? Daniel sagt 350, Lenny sagt 500 und es sind tatsächlich 500 Euro. 2 for 3, baby. Aber kriegt man dann eigentlich dieses Geld selber, wenn man jemanden anzeigt? Oder nein. Einfach der Staat? Das ist eine Verwaltungsstrafe. Ja, weil offiziell ist es so, irgendwie Verletzung des öffentlichen Raumes und beim Furz war es auch Lärmbelästigung. Lärmbelästigung! Bro, stell dir einfach vor, du schläfst so und plötzlich hörst du einfach so einen richtig hallenden, echoenden Furz durch die Gassen ziehen. So sofort richtig 1-3-3. Ja, genau. 1-3-3. Aber ich finde das schon wild, weil deswegen kommt niemand auf die Idee, zur Polizei zu gehen und jemanden deswegen anzuzeigen, weil man einfach selber nicht mal was davon profitiert. Ja. Und die Polizisten sind einfach so, weißt du was? Ich mach das jetzt. Ich hol Twitter-Account. Ich habe hier das Buch, wo ich eine Strafe reinschreiben kann. Du musst zur Polizeistation gehen, Mann. I can do Bro, it right wir here. Wir sollten auch Strafzettel mitführen. Also ich sag nur ganz kurz, für die nächste Challenge von dir, Lenny, ich glaube, da wirst du eine ordentliche Ehrenverletzung kriegen. Ja, ich glaube auch. Okay, aber wenn ich eine Ehrenverletzung kriege, dann hätte ich gerne, dass wir uns das aufteilen. Du kannst einfach Mama anrufen und sagen, Lennys nächste Challenge ist, in
Faschingskostüm zu einer Polizisten und Polizistinnen zu gehen und zu sagen, hey, Kollege, wie geht's? Und so. Ja, Kollege, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten würden es lustig finden. Da schauen Sie da drüben, da stellen wir gleich einen Strafzettel aus. Schaut aus wie eine Ehrenverletzung, Herr Kollege. Wollen wir dir nichts unternehmen? Ich glaube, es gibt eine 50-50-Chance. Entweder sie würden es lustig finden oder überhaupt nicht. Stell dir vor, ich werde einfach mitgenommen, Bro. Das ist so lustig. Und stell dir vor, ich kriege einfach das Achtung auf den Kopf aufpassen Treatment, Bro. Und dann hauen sie dich so gegen die Tür. Ja. Na, willst du jetzt immer noch Polizist werden? Stell dir vor, ich werde einfach hinter das Polizeiauto gezerrt und ich brauche eine neue Leber. Dude. Apropos, eine Leber. Apropos Bestrafungen. Danis haben wir aufgenommen an Lennys Rap. Der ist auch bald fertig. Der ist bald fertig. Meine nehmen wir auch innerhalb der nächsten paar Tage auf. Also das kommt alles dann. Gesammelt. Wir arbeiten dran, ja, Leute. Es ist viel Arbeit. Aber nur ganz kurz, ich finde diese Idee immer noch so lustig. Ja. Okay, super. Ich hab Angst. Nächstes. Einen Polizisten duzen. Hör auf! Das kann es nicht Hör sein. Hör auf! Hey, Leute! Es gibt einfach Länder, in denen das normal ist, dass man sich duzt. Das kann doch nicht illegal sein, jemanden zu duzen. Es ist nicht illegal. Es ist eine Ehrenbeleidigung. Anscheinend ist es illegal. Es ist nicht illegal. Es ist einfach, das Gesetz ist einfach so dehnbar, dass alles illegal sein kann. Okay, schau dir diesen Bootlicker an, Mann. Okay. Das war literally, ich habe in favor von der Person, die... Aber einfach eine Bootlicker-Aussage. Ein Polizisten-Dutzen, wie viel? 100 Euro. 50 Euro. Hör auf, 350. 600 Euro. 600 Euro. Da muss aber noch was anderes gekommen sein, Bro. Das ist die Quelle. Das ist ein Bootlicker, Mann. Das ist zusammengesammelt aus echten Fällen. Und das heißt wahrscheinlich, dass einfach im Tatbestand stand... Er hat einen Polizisten geduzt, das war direkte Ehrenbeleidigung. Ich war richtige Schwaben ja, oder so. Nur ganz kurz, 600 Euro? Nur ganz kurz, à la LPD Wien. Also, der Mann hat sich schon das gesamte Interview lang irrespektabel verhalten. Der Polizist hat ihn mehrmals gebeten, ihn zu siezen. Und duzen will sich dann wirklich niemand lassen. Niemand. Vor allem nicht von jemandem, der einen anfurzt. Okay. Die nächste Beleidigung finde ich toll, weil sie ist nicht wirklich eine Beleidigung. Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Was? Ja. Okay, das ist halt schon dumm. Aber das ist keine... Aber die Aussage ist dumm. Jetzt losgelöst davon, ist eine dumme Aussage. Ich hab vor einiger Zeit, und damit meine ich vor so 10 Jahren, Galileo geschaut. Und dort haben sie gesagt, zum Beispiel, wenn du eine Person von der Polizei sagst, Sie können mich mal können mich mal kreuzweise, dann kannst du das nicht als Ehrenbeleidigung irgendwie verwalten lassen, weil... Das F-Wort nicht dabei war. Weil es unklar ist. Es kann ja auch heißen, sie können mich mal gern haben. Ja. Aber das ist jetzt am liebsten, würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Wie viel glaubt ihr? 500 Euro. 500? 650. 650? 1600 Euro. Ich war näher dran. 1600 Euro Strafe dafür. How is this real life, bro? Bro, damit ruinierst du einfach einem Menschen das Leben. Yeah. Ja, wirklich. Hängt davon ab, aber... Ich glaube, in so einer Situation, keine Ahnung. Schau, ich will nur sagen, ich würde mich auch nicht gerne Arschloch nennen lassen. Also, Ich kann es eh verstehen. Alter, aber ich sag's dir eigentlich, wir könnten einfach jede Sache hier aufnehmen, die wir zueinander sagen. Wir wären einfach so 5 Millionen jeweils einfach im Minus. Anstatt dass wir Steuern zahlen. Der Trick ist, wir klagen uns einfach wegen Ehrenverletzungen die ganze Zeit gegenseitig an. Es ist in einem Loop. Es ist in einem Loop, genau. Und dann verlangen wir Reparationszahlungen und dann machen wir eine Ersatzfreiheitsstrafe. Dann bekommen wir vom Staat das Geld für die Reparationszahlungen und dann splitten wir es einfach. Bro, ich glaube, wir sitzt einfach immer wer von uns halt im Gefängnis und wir teilen uns das halt auf und machen das reihum und machen einfach fucking Cash. Weil vor allem für den Typen, der 500 Euro Strafe gezahlt hat, der hätte stattdessen, wenn ich mich recht erinnere, 5 Tage oder so. Ja, genau. Ich glaube, es ist in der Regel pro 100 Euro ein ich Tag. Ich verstehe halt nicht, wie du denkst, dass man dann damit Geld macht. Das Geld geht trotzdem an den Staat. Ja, nein, wir verlangen Schadensersatz. Von wem? Von der Person, die die Ersatzfreiheitsstrafe macht. Und wenn du die Ersatzfreiheitsstrafe machst und Schadenersatz verlangst, dann kriegst du das erstmal vom Staat.
Okay. Glaube ich. Ja, übrigens, ja, ich glaub nicht. Der Student heißt Mitya M. Laut 24 Redaktion. Klingt aber wie ein lustiger Typ. Ein okay. Letztes habe ich noch, und zwar Scheibenwischer-Geste. Darunter kann man sich genau das... Also den, Wischiwaschi, was ist los mit dir? Bist du ein bisschen Deppert-Wappler? Wie viel glaubt ihr? Was bittet der ein? Mittlerweile glaube ich einfach, dass es so 10.000 Euro sind. Das ist ein bisschen viel. Okay, ich sage 800. 300 Euro. 1.000 Euro? Für die Scheibenwischer-Geste. Also... Da muss auch noch irgendwas anderes dabei sein. Also, da muss à la com. Schauen Sie, es wäre ja nicht nur die Scheibenwischer-Sache gewesen, sondern einfach, der war schon den ganzen Abend richtig frech. Und außerdem an dem Tag war einfach schon ein schlechter Tag für mich. Ja. Und dann dachte ich mir, komm jetzt, Urschlauch. Und dann waren meine Scheibenwischer kaputt und der hat mich geneckt. Und dann ausgerechnet macht er den hier. Und er wusste ganz genau, dass ich früher Scheiben geputzt habe. Da sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Und der hat auch das im perfekten Tempo gemacht, dass es einfach... Genau, ja. Und davor hatte ich ihm schon gesagt, bitte machen Sie den Scheibenwischer nicht zu mir. Und dann hat er das Geräusch auch noch gemacht. Bitte, was auch immer Sie tun, bitte, ich flehe Sie an, machen Sie jetzt nicht den Scheibenwischer. Und dann hat er das gemacht. Und dann macht er machen Sie den Wut. Ich hatte keine andere Wahl, als ihm eine 800-eurige Verwaltungsstrafe zu geben. 1.000 Euro, bitte. 1.000 Euro, what the fuck? Naja, aber er kann sie ja monatlich zurückzahlen. Das ist ja Ratenzahlung, nehmen wir auch bei der Polizei. Oder es ist ja nicht 1.000 Euro auf einmal, er muss jetzt nicht seinen Plasma-TV verpfänden. Er könnte auch 10 Tage ins Gefängnis gehen, das wäre auch geil. Let's Nein, das darfst du nur, das darfst du nur, wenn du nicht zahlen kannst, die pächten einfach deine Sachen. Ja, aber stell dir vor, du kannst nicht zahlen. Ja, dann nehmen die dir einfach dein Auto weg. Ja, aber stell dir vor, du hast kein Besitztum. Wenn du am Verkehr angehalten wirst, dann hast du kein Auto. Oder wie? Woher soll ich wissen, dass der im Verkehr angehalten wurde? Das habe ich gesagt. Nein, hast du nicht. Schau, dieser Typ... Genauso wie vorher. Du machst das die ganze Zeit. Wir haben... Das ist aufgenommen. Was du immer machst, ist einfach gaslighten. Okay. Und dann danach, wenn wir uns... Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Oh, okay. Der Einzige, der sich das Recording danach anhört, bist du. Und du wirst dann einfach drüber skippen, dass du es nicht gesagt hast, weil wir beide einfach Demenz haben. Weißt du was? Du Mädchen. So. Okay. Und damit gehen wir jetzt weiter zu unserem nächsten Thema. Genug über Darmwindgate. Hashtag Darmwindgate. Ab in den Schnee. Und zwar jetzt ist Hashtag Koksgate. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Wie ist das alles in einer Woche passiert? Ganz kurz. Wir hatten ein paar ruhige Wochen. Wobei, ja. Ruhig. Okay, aber, jedenfalls. Was passiert ist? Ein Foto von der Gurden Nuss, wo er, wie der Standard es nennt, sich tief über eine Tischplatte beugt und versucht, durch Luftansaugen mit den Nasenlöchern die Oberfläche von feinkörnigen Substanzen zu befreien, wurde veröffentlicht. Oder ganz wo er mit der Lupe seine Hausaufgaben kontrolliert. Soll heißen, wir können ja nicht beweisen, dass er tatsächlich Koks gezogen hat. Vielleicht schaut er durch ein Mikroskop, vielleicht sucht er Kontaktlinsen, vielleicht backt er ganz kleine Kuchen. To be fair, man kann nicht sehen, was genau auf dem Foto passiert, aber es ist obviously, also halt. Es ist in einer Villa in Ibiza. Es steht außer Frage, aber ich meine, auf dem Foto kann man es nicht klar erkennen. Außerdem hat Gudenus nicht selber Schnee von gestern dazu das gesagt. Das finde ich so, lustig. So verrückt, dass er das gesagt hat. Das ist einfach lustig. Schau, das Ding ich glaube das immer noch nicht, dass er es gesagt hat. Das Ganze wird so oder so verjährt, weil ich glaube, Drogendelikte sind, keine Ahnung, 5 Jahre oder so, bis die verjähren. Und Schnee von gestern ist halt... Ist das 5 Jahre her? Im Grunde, naja, es war glaube ich, nicht ursprünglich. Oder vielleicht ist es nur eine, ich weiß es nicht. Aber schau, im Grunde, ich glaube, uns ist allen wurscht, ob jemand in der Freizeit kokst oder nicht. Die Leute sollen ihren Spaß haben. Ist eh chillig. Das ist kein offizielles Spritzen-Statement, ja. Vielleicht inoffiziell. Das Einzige, was man Leute, offiziell... Leute, wenn ihr Drogen nehmen wollt... Das, was wir empfehlen, ist nur Spritzwein. Genau. Und zwar zum Frühstück. Am besten das durch die Nase. Das ist ein Podcast. Gell, Jonas? Nur ganz kurz, dieses Florian Klenk-Tweet fand ich so witzig, wo er geschrieben hat, Johann Gudenus versucht mit einem Kindermikroskop kleine Käfer zum Kuchen anzuschauen. Wie kommt er darauf? Er hat auch in Antwort auf den LPD Wien-Dings geschickt. Ein Kindermikroskop und kleine Käfer. So. Wie kommt er auf kleine Käfer? Bro, hinterfrage nicht den Klenk. Den Clanky Boy. Den Flochi. Was aber gesagt werden sollte, es ist schwierig, über das Ganze zu lachen, wenn man ständig, wie die FPÖ plakativ zu sagen pflegt, afrikanische Drogendealer als Sündenböcke darstellt und sich gnadenlos für ihre Abschiebung darstellt, wenn man dann selber kokst und selber
nicht nur das, sondern auch einfach gegen härtere Drogenstrafen vorgeht. Na eh. Es ist natürlich, ich meine, das sieht man überall. Die Leute, die sich sehr hart gegen Korruption einsetzen, sind die Hälfte der Zeit korrupt. Die Leute, die sich gegen Drogenkonsum einsetzen, ja, fahren gerne am Schnee. Bist du deswegen so feministisch? Ich werde diese Aussage nun ignorieren. Außerdem, was bei dem Ganzen auch noch, es besteht die Frage, ob die Soko-Tape, haben wir noch immer nicht geklärt, die im Ibiza-Skandal forscht und der mittlerweile schon mehrmals eine Vorliebe für die FPÖ vorgeworfen wurde, dieses Foto veröffentlicht hat, um aller zur Trump-Skandalerschaffung von etwaiger Korruption ablenken will. Mal schauen. Wir machen, wie gesagt, nächste Woche ein größeres Segment über die Soko-Tape und den Ibiza-Urschuss und yada yada. Ich freue mich schon sehr darauf. Soko-Spritzwein, genau. Oh, da haben wir schon unseren Episodentitel. So, na, danke, Daniel. Danke, Daniel. Sonderkommission Kindermikroskop. Yeah. Aber ist natürlich die Frage, ob das so ist, weil ich kann es mir schon vorstellen, wieso, ich verstehe nicht, wieso das Foto veröffentlicht wurde. Und wie hat Florian Klenk als Erster bekommen? Bro, er kriegt alles als Erster. Der Typ, ich weiß nicht, der hat meine Quellen, als wäre er ein Alpinfluss. Wenn, okay. I'm not even mad about that. Yeah. Wenn meine Nudes hier gelegt werden sollten, weißt du von wem? Florian Klenk. Im Falter kommt fucking vor der Paywall, damit jeder es sehen kann. Ja, geleakt. Ja. Florian Klenk postet einfach so, dieser Typ hat mir diese Sachen geschickt und er wollte, dass ich das poste. Du hast ihm einfach geschickt. Das nennt man Guerilla-Marketing. Du bist ein Podcaster, belästigt Journalisten. Du sicherst dich gerade einfach dafür ab, wenn Florian deine Sexual Advances nicht erwidert. Das nennt man einfach Guerilla-Marketing. Bro, halt wirklich. Schick mir und auf dem Penis steht Erdspritzwein zum Frühstück. Ja. PS, ich liebe dich. Ich habe mir auch gedacht, so, wenn du wirklich verhaftet wirst für dein Jonas vs. Dani Challenge, könnten wir das Urgut für PR benutzen. Das wäre bestimmt halt. Wir könnten sagen, so, ja. Die Frage ist, ob ich so weit gehen will. Nee, schauen wir mal. Ja, mach mal. Okay, was auch übrigens passiert ist, vor so 3 Stunden, Brigitte Bierlein wurde. Ihr wurde der Führerschein entzogen, weil sie mit 0,8 Promille gefahren ist. Nein, es ist nicht gestanden, irgendwie über 0,8. Ah, oder über 0,8. Ab 0,8 wird einem der Führerschein entzogen. Und Alter, Gitti B. ist einfach unterwegs. Ja, und sie hat gesagt, es tut mir aufrichtig leid. Ich würde gerne wissen, wie viele Promille, weil wenn es so 1,1 Promille sind, dann okay, dann hat sie 2 Bier getrunken. Aber wenn es so 2,5 oder wenn es so 2 Promille sind, dann Respekt, Mann. 2 Promille, Respekt dafür. Bruder. Respekt. Wenn du mit 2 Promille einfach immer noch herumfährst, dann habe ich einfach Respekt für dich. Ah, das ist ein Daniel-Statement und nicht mit den Values von diesem Podcast. Ich bin ein Bootlicker. Wie bin ich ein Bootlicker? Auf jeden Fall, ich finde, wenn man... Ich bin ja nicht für Korruption, aber mich wundert jeder dass, Satz, der so beginnt, jeder Satz, der so beginnt, mich sollte wundert, höchstwahrscheinlich nicht. Mich wundert ehrlich. Steht, hier steht 0,8 Promille laut Kronenzeitung. Okay. Aber normalerweise, na egal. Mich wundert es irgendwie, dass sie wirklich so verhaftet wurde. Oder nicht verhaftet, aber dass sie dafür jetzt wirklich angezeigt wurde. Gut so. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er dann so ah, Frau Bierlein. Oh, ja, okay. Was sie sagt, mein Verhalten entspricht weder meinen eigenen hohen Ansprüchen noch meiner Vorbildfunktion. Es tut mir aufrichtig leid. Ja, ich finde das lustig. Irgendwie ich habe das Gefühl, jede einzelne so Partei oder auch parteilose Personen, die so politisch Ansehen haben in Österreich, wurden erwischt in den letzten 3 Wochen. Die FPÖ natürlich, Hofer, Gudenus, Bierlein, Van der Bellen. Findest du da, Gudenus hat viel Ansehen? Sobotka. Wieso Van der Bellen? Ja, mit dem beim Italiener. Der Wirtshaus-Geschichte. Das ist eigentlich so ein wholesome crime, Alter. Ja. Es ist mit halt Freunden nicht, beim Wirtrunken fahren. Naja, das ist auch ein wholesome crime. Es ist schon betrunken ins Auto steigen und ich bin kein Bootlicker, wenn ich das sage. Das ist kein wholesome crime. Ja, natürlich nicht. Ich mache Spaß. Aber ich muss sagen, so 0,8 Promille ist jetzt auch nicht so viel. Ja, so 2 Weinchen. Glaubt ihr, dass Politiker wirklich darauf banken und auch damit durchkommen, dass jemand so auf sie, ein Polizist auf sie zugeht und so ist so, oh shit, ich kann jetzt nicht mehr Alkoholkontrolle und sowas. Glauben Sie jetzt wirklich, dass ich bei meinem Beruf Alkohol trinken würde und dann, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Wir haben doch eh schon etabliert, dass einfach die Polizei unantastbar ist, auch politisch.
können machen, was sie wollen. Yeah. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man als Politiker... Aber respektlos behandeln lassen sich die Kollegen Man sieht es aber schon alleine an der Causa Ibiza, dass man als Politiker, glaube ich, sehr schnell dazu verleitet ist, seine beschützte Position halt auszunützen. Ja, ja, total. Ja, okay, aber ich meinte eigentlich nur... Und ich glaube, davor ist niemand immun. Ich kann mir nicht vorstellen... dass genau Brigitte Bierlein die einzige Politikerin ist, die jemals bei betrunken Fahren erwischt wurde. Nicht. Und ich kann mich nicht an viele prominente Cases genauso von Sokas erinnern. Genauso wie Gudenus sicher nicht der einzige Kokser ist. Na, ja, aber man wird leichter einfach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bierlein ist ehemalige Kanzlerin, erste weibliche Kanzlerin, ja. Ehemalige Vorsitzende vom Verfassungsgerichtshof. Ich war mir nicht sicher, ob es Verfassungsgerichtshof oder Verwalter. Aber Verfassungsgerichtshof, das heißt, sie schon... relativ lokal Promi. Ja. Und ja, ich wurde dafür schon Free my Ex-Kanzler Brigitte Bierlein, okay? That's what I'm saying. Aber wie lustig ist das, wenn du so in der Fahrschule Karlsplatz bist und plötzlich kommt Brigitte Bierlein rein und macht einfach ihre Nachschulung? Bro, das ist wild. Das wäre so lustig. Und du bist so neben mir, du bist so, sie haben noch nicht den Führerschein gemacht. Hallo, und sie ist so, und sie sitzt dort komplett besoffen. Apropos besoffen, ich habe ja heute die Jonas vs. Dani Challenge gemacht und der Wortstark-Typ war einfach visibly drunk. Er hat einfach eine Fahne, eine fette Fahne. Sonst hält man das nicht aus. Der Typ hat honestly homeless ausgeschaut. I don't know. Gut. Okay, wir werden das sehen. Wir haben die Videos noch nicht gesehen. Ja, voll. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich meine, er hatte so dieses Visor-Ding auf und ich habe trotzdem seine Fahne richtig gerochen. Das ist schon wild. Das ist ungut. Aber ich glaube, anders würde ich das halt nicht aushalten. Ja. Ja, come on. So wichtig Spenden ist und so, aber halt Leute den gesamten Tag auf der Straße anzusprechen und einfach halt... Ja, und du weißt, jeder hasst dich, weißt du? Du weißt einfach, jeder ist so... Mann, aber das sind solche Leute, they don't care. Halt, wenn du spenden willst, dann hast du innerhalb von 5 Minuten eine Website. Wieso muss dich jemand auf der Straße dafür ansprechen? Die Leute, die nicht spenden, ja, aber die Leute, die nicht spenden wollen, werden sowieso nicht. Doch, die werden literally dazu. Es funktioniert schon. Es funktioniert halt, sonst wird es den Job nicht geben. Aber es ist ineffektiv, weil du verdienst nicht gut. Lenny, hast du jemals über Supply and Demand gehört? Bro, studiere, was Supply and Demand. Wenn der Job nicht gefragt wäre, dann würde er nicht existieren. Weißt du, was von mir jetzt gefragt ist, dass du einfach aus dem Fenster springst? Weißt du was? Das meinst du nicht. Weißt du, was von mir gefragt ist? Willst du deswegen existieren, Dani? Willst du jetzt deswegen aus dem Fenster springen? Nein. Weißt du, was von mir gefragt ist? Jonas versus Dani. Okay, und gute zwar, Überleitung. Ja, wir haben jetzt über ein paar Skandale geredet mit Drogen. Und es geht weiter mit positiven Drogenskandalen. Okay, ich habe hier den Cup. Ich werde jetzt eine Bestrafung, oder der Leonhard wird eine Bestrafung rausziehen. Jonas, bitte nimm die Quizmaster-Aufgabe nicht einfach an dich. Ja, das war nur, weil ich... Bikini Try-on-Haul. Das ist eines der weniger Schlimmen. Ja, das wird witzig. Ich finde das eigentlich ziemlich unangenehm. Ich will nicht, dass diese Sachen so öffentlich werden über mich. Ja, okay, dann musst du jetzt wohl, dann muss Dani verlieren, ja? Sprecht sich Ich verliere Loki immer bei Jonas vs. Dani. Nein. Bis jetzt hat Lenny zweimal verloren, ich einmal und Dani. Ja, in dieser Saison, aber in der letzten habe ich die ganze Zeit verloren. Das hast kaum Challenges gemacht. Also, wir machen ein Bikini-Try-on-Haul. Jonas vs. Dani, heute geht es um Kokainskandale der österreichischen Prominenz. Welche dieser bekannten Persönlichkeiten konsumiert oder konsumierte Kokain? Und das wurde bekannt. Ja. Also ich gehe davon aus, dass alle Menschen in dieser Liste schon einmal den weißen Schnee... Alle in Österreich eigentlich. Ich glaube, ist das nicht so bei der irgendwie Staatsbürgerschaft? Der Staatsbürgerschaft. Aber ich glaube schon, und bei meiner Recherche bin ich auf sehr viele Leute gestoßen, die damals, zu der Zeit, als diese Skandale öffentlich wurden, damals hat man gesagt, Szene-Dealer waren, die jetzt ihre Haftstrafe halt abgesessen haben von so 10 Jahren und jetzt, keine Ahnung, Bücher schreiben oder irgendeinen Shit machen. Und einer von denen hat gesagt, ja, also er kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass um die 75% der österreichischen Prominenz zumindest einmal schon Kokain gezogen hat. Aber überrascht euch das? Mich überrascht das überhaupt nicht. Ich dachte, das wäre so common knowledge. 75 irgendwie. Ist schon viel. Es ist das sind 3/4 aller Leute, die du jeden Tag kennst. Okay, aber es ist auch ein Typ, der das gesagt hat. Das ist ein Typ, der halt sich schon sehr gut auskennt. Ja, aber
Aber jetzt frag dich mal, ob er das sagen würde oder nicht sagen würde. Halt du hast eh recht. Aber es ist einfach eine weirde Vorstellung für mich, trotzdem. Ich finde halt, man hört relativ oft, dass Kokain einfach sehr viel, vor allem bei prominenten und reichen Leuten und so Business-Sachen, einfach gezogen wird. Und ich habe das einfach auch schon persönlich gehört von Leuten, die bei solchen Sachen gearbeitet persönlich haben. Persönlich gehört? Ja. Durch die Nase, oder persönlich. Wie? Persönlich. Ich habe gehört von jemandem, der zum Beispiel auf so einem Event gearbeitet hat, dass er... Hey, Dani. Literally jemand zu... Ich glaube, es war nur ein Joke, Dani. Nein, ich wollte es nur erzählen. Die war halt eine Kellnerin bei so einem Event, wo halt... Ich glaube, Businessleute und Politiker waren irgend so ein, wollt Businessleute und Politiker so Ellbogenreiben. Aber waren dort Businessleute und Politiker oder? Okay. Oder war es jetzt ein Ellbogenreiben? Oder was beides? Auf jeden Fall war dieser eine Typ komplett zu und wollte sie in Koks bezahlen und hat einfach so ein Rock hingehalten. Chillig. Das ist schon wild. Und das ist anscheinend so, dass dann nur so die vertrauenswürdigen Angestellten hinkommen, weil die es halt unter sich behalten müssen. Oder halt nicht. Und dann hat sie es nicht geschafft. Naja, also. Halt nicht jetzt. Ja, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Öffentliche Skandale von, ich sage jetzt mal, A-List österreichischen Promis habe ich nur drei gefunden. Martin Ho. Es gibt extrem viele Skandale von so ehemaligen ÖFB-Fußballspielern und so B-C-List-Promis, die ich jetzt nicht genommen habe. Ich habe jetzt nur... In Österreich gibt es nur B- und C-List-Promis. Halt für Österreich gibt es schon, also so für Österreich. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nein. Also wir starten in die erste Frage. Es geht ums Thema Musik und eure vier Auswahlmöglichkeiten sind... Also wir müssen erraten, wer gekokst hat. Wer gekokst hat und es an die Öffentlichkeit gekommen ist. A. Hansi Hinterseher. Oh. B. Reinhard Fendrich. Kenne ich nicht. I am from Austria. Okay. Warst du noch nie im Stadion? Okay. Nächste Person. Okay. C. Semino Rossi. Semino Rossi, Bergmanni, ein Lied von Young Huren. Sagt mir auch nichts. Okay. Und D. Unser Freund, der Neighborhood Homophobe, Andy G. Punkt. Ich finde es lustig, dass du Falco nicht dazu getan hast, weil das wäre kein Skandal gewesen. Falco hat einfach 10 Lieder öffentlich auf RTL damals gesagt, ja, die Kokserei geht schon ziemlich ins Geld, nicht? Falco, ich glaube, Falco hat noch kein einziges Lied nicht über Koks geschrieben. Nein. Also ich sage noch, so als könnte er noch mehr Lied. Oder zumindest. Nein, natürlich geht es in seinen Liedern nicht nur um Koks, es geht auch um Geschlechtsverkehr und Alkohol. Und Geschlechtsverkehr auf Koks. Und Kidnappings. Ich habe das noch nie so rausgehört. Ich glaube, ich muss nochmal seine Alben anhören. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das kennst du nicht? Ah ja, habt ihr das gelesen? Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Radine rum. Ich habe das früher, glaube ich, einfach nicht gecheckt, wie ich das gehört habe. Nur ganz kurz, bei... Der Kommissar, der Mann mit dem Koks ist da, spielt anscheinend Philippa Strache in einem Musikvideo. Ja, das war auch so ein geiles Titbit. Da habe ich jetzt auch voll drauf vergessen wieder. Urlustig. Das ist als doch kind, einfach nicht echt so. Ich glaube einfach diesen Schlagzeilen nicht mehr. Ja. Das steht so bei Zip Now und ich bin so, das stimmt einfach nicht. Glaubst du, wenn jemand klingelt und es ist einfach HC und ihr Sohn fragt so, Mama, wer ist da? Dann sagt sie, der Mann mit dem Koks Mama ist mit da. Dem Koks ist schon lustig. Weil es billig. Aber es ist extrem lustig. Jedenfalls, eure Antwortmöglichkeiten nochmal, um es zu wiederholen. Ja. Hansi Hinterseher, Reinhard Fendrich, Semino Rossi oder Andreas Gabalier. Okay. Ich tue mir so schwer damit. Okay. 3, 2, 1. Andreas Gabalier. Reinhard Fendrich. Jonas hat recht. Fuck! Es ist Reinhard Fendrich. Bekannt durch Lieder wie Es lebe der Sport oder I am from Austria. Und zwar war das im Jahr 2006. Und ich lese euch jetzt ein wörtliches Statement von ihm vor. Es ist richtig, dass ich seit mehreren meint er mehr als 15 Jahre, in regelmäßigen Abständen... Seit mehr als 15 Jahren? Also das hat er nicht dazu gesagt, aber es ist später rausgekommen... Anmerkung dass es, der Redaktion. Ja, Anmerkung. Er hat nur gesagt, es ist richtig, dass ich seit mehreren Jahren... Wenn ich an mehrere Jahre denke, denke ich an 3 oder 4 und nicht an 15, aber just so you know, ja. Seitdem ich geboren bin. Ja. In regelmäßigen Abständen Kokain konsumiert habe. Aber der Anmerkung der Redaktion alle 2 Tage. Anmerkung der Redaktion alle 5 Minuten. Ja.
Erst als ich der Polizei gegenüber saß, wurde mir klar, dass ich ohne fremde Hilfe nicht mehr aus diesem Teufelskreis herauskomme. Ist halt schon irgendwie tragisch. Ja. Ich habe mich zu einem Entzug, also das hat er auch nicht dazu gesagt, aber es ist, weil sonst der Kontext fehlt, 4 Wochen, und das fand ich wieder ein bisschen weird, mit einem Arzt meines Vertrauens auf Mallorca zurückgezogen. Auf Malle! Das klingt einfach so, als würde der Typ ihm Kokain verschreiben, weil das dort legal ist. Ja, ja, genau so. Aber jedenfalls, Reinhard Fendrich, we all know and love him, außer Dani, aus irgendeinem Grund. Ich habe mich mit einem Arzt meines Vertrauens nach Indien in einen bekannten Opienstaat reingeschmuggelt. Ja, jedenfalls war er in Malle auf Kokskur. Er war in Malle am Ballermann auf Kokskur. Und wir kennen und lieben ihn alle. He's still kicking it. Und ich glaube, ich weiß wieder, wie er ausschaut. Okay. Bin ich sicher. Danke fürs Reinreden, lieber Dani. Super. Nein, auf jeden Fall geht es ihm wieder gut. Das ist schon wichtig, mir hervorzuheben, weil es ist ja doch und dann im Endeffekt nicht all goofs and laughs, sondern es ist schon ein ernstes Thema. Aber gut. Frage 2. Gebootlicker. Wintersport. Oh, da kenne ich genau null. Skifahren. Ja. Hermann Mayer. Okay. Wir kennen Hermann Mayer. Ja. Nur ganz kurz, das ist einfach ironisch, das Wintersport und. Ne? Ja, deswegen ist es drinnen. Was glaubt ihr? Hermann Mayer. Benjamin Reich. Falls ihr den nicht kennt. Du könntest einfach jetzt, das könntest auch beim Name Generator irgendwas sagen. Ja. Aber wie kennt ihr Benjamin Reich nicht? Hermann Mayer kennt ihr, oder? Nein. Von ihm habe ich gehört. Raiffeisen-Werbung, Bro? Dieser. Wieso würde ich freiwillig Raiffeisen-Werbung schauen? Bro, hast du gestern diese Raiffeisen-Werbung gesehen? Marcel Hirscher. So. Marcel Hirscher kenne ich. Marcel Hirscher sagt euch was. Slalom, super schnell. Ich habe nur die Werbung von ihm gesehen. Oder Andreas Goldberger. Nur ganz kurz, hast du auch gesagt, Slalom, super schnell. Ja. Okay, kannst du nochmal die Namen nennen? Hermann Mayer, Benjamin Reich, das sind 2 Größen in der Abfahrt. Aber gut, egal, ich sage nichts dazu. Ja. Tu nichts, als würdest du so Abfahrt schauen. Das sind 2 Größen. Ich schaue Abfahrt. Ich schaue Slalom und Super-G. Das ist noch schlimmer eigentlich. Das heißt, für unkultivierte Bitte. Das Einzige, was ich hier mache, ist beim Skifahren, verstehst du? So, jetzt sagen wir mal die 4 Namen, ohne unterbrochen zu werden. Okay. Geht das, glaubst du, Dani? Ja. Schaffe ich das? Okay. Los geht's. Hermann Mayer, Benjamin Reich, Andreas Goldberger und Marcel Hirscher. So, ich hab's geschafft. Okay, 3, 2... Ich muss mal nachdenken. Ja, als ob du irgendwie da jetzt rationalisierst. Okay, 3, 2, 1, Andreas Hermann Goldberger. Mayer. Na, der Dani hat recht, es ist Andy Goldberger. Scheiße. Der hat schon geklungen, wer Koksnaden. Okay. Und zwar kennen wir alle, außer ihr zwei höchstwahrscheinlich, das Lied Andy Goldberger von K. Ronaldo, wo es genau um diesen Kokainskandal geht. Interessant. Die Hook ist sehr catchy. Es Lenny ist sagt immer, das kennen alle, okay, und dann hat es 127 Views auf YouTube. Es hat Soundcloud. Mehr als 5 Millionen Views auf YouTube. Aber gut, schau, ihr kennt das aus irgendeinem Grund nicht. Andy G. Punkt, lustiges kleines Titbit, der ist auch Andreas. Soll bei einem führenden Dealer der Wiener Kokainszene im April 1997 20 Gramm Koks gekauft haben. Zum damaligen Preis von 28.000 Schilling. 20 Gramm Koks. Ordentlich. Das ist nicht so viel. Können wir herausfinden, wie viel 28.000 Schilling denn? Und ich finde es urwitzig, dass also es in Schilling damals noch war. Bisschen über 2.000 Euro. Aber not adjusted for inflation. Not adjusted for inflation. Das sind so 15.000 Euro. Sind das wirklich nur 2.000 Euro? Ja, 13 Schilling. Warte, Euro. 20 Gramm, das ist ja urviel 2.000 Euro. Ja, das ist mir. Ja. Jedenfalls. Das sind ja mittlerweile fast ja, 200 Euro pro Gramm. Ja, es ist extrem. Holy moly. Goldbergers Trainer. Im Jahr wie viel? 1971? Im Jahr 1997. Ah, okay. Goldbergers Trainer wurde zur selben Zeit wegen Heroinschmuggel verhaftet. Das ist doch nicht echt. Mind you, das ist ein Skispringer, okay? Das ist nicht irgendein Mafia-Boss oder so, sondern es ist ein Skispringer. Und das Geile ist irgendwie, im Lied Andy Goldberger sagt er so, Andy fliegt hoch, Andy fliegt weit, Andy hat Gold, Baby, du weißt. Und ich finde das einfach geil, weil er ist die ganze Zeit auf Koks. Und ja, Goldbergers Trainer wurde wegen Heroinschmuggel verhaftet und Goldberger soll auch einmal wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein verloren haben. Oh, Shoutouts Brigitte. Also Shoutouts Brigitte, finde ich gut, dass das zu Dings passt.
Und hier kommt jetzt eben das Statement von dem Szene-Dealer. Der Goldi, das war ein Sportler in einer Szene und die Verlockungen sind da, die Leute drängen es einem auf. Goldberger selbst sagte damals, war ja nichts dabei und dass er es nur einmal getan hat. Naja, einmal getan, 20 Gramm lang. Fett ordentlich. Ich wusste ja nicht, wie viel man da nehmen muss. Ja, na, er hat sich zur Sicherheit zum Preis von einem Kleinwagen mal eingedeckt. Man weiß ja nicht, wie viel das ist. Ja, man kennt es ja nicht aus, nicht? Aber er ist seither natürlich auch wieder clean, also die Geschichte hat ein Happy End. Und er kommentiert jetzt Skispringen. Wollen wir das wissen? Er kommentiert jetzt, weil er halt anscheinend regelmäßige Drogentests machen musste für eine Zeit. Und er kommentiert jetzt Skispringen beim ORF. Nicht, weil er jetzt glücklich ist, oder sie zwingen ihn einfach in einen Cup zu pinkeln. Ja, oder sogar Bluttests, wer weiß. Okay, ah, Leute. Gut, 1-1. Dani hatte recht. Ja, oder? Warte. Er hat Andi Goldberg gesagt. Und ich habe... Ah, du hast... Hermann steht 1-1, stimmt. Das ist echt ein Letzte Frage. Rekord. Was, nur drei? Ja, die dritte Frage. Es alles geht, oder nichts? Alles oder nichts. Es geht um die Politik. Mhm. Nein, die richtige Antwort ist nicht Yoshi Gudenus. Das wäre natürlich... Yoshi Gudenus. Das wäre natürlich easy. Aber es sind auch ein paar Ikonen, denen man das, glaube ich, allen durchaus zumuten könnte. Deswegen bin ich gespannt, was es Lugner. Technisch gesehen. Ist er auch Politiker. Der Ritschi. Karl-Heinz Grasser. Mhm. Harald Wilimski. Mhm. Peter Pilz. Oder Jörg Haider. Okay, Jörg Haider und Koks ist doch eine... Nicht Hand in Hand. Ja. Jörg Haider und Alkohol gehen Hand in Hand. Ja, aber der Typ schaut auch wie eine richtige Koksnase aus. Okay, wer auf dieser Liste schaut nicht wie eine richtige Koksnase aus? Von dem Marcel Hirscher. Peter Pilz? I don't know. Peter Pilz? Peter Pilz schaut überhaupt nicht aus wie eine Koksnase. Ich weiß nicht, ob der Koks. Schau dir Karl-Heinz Grasser an. Pilz ist ungern. Der wegen der sexuellen Belästigung. Okay, aber ich will euch nicht beeinflussen. Okay, weißt du deinen Tipp? Okay, 3, 2, 1, Jörg Haider. Bro, noch eine Challenge geht an Demi. Ich hab's versucht, euch zu deflecten. Aber es war tatsächlich Jörg Haider. Und zwar gibt's keine offiziellen Aussagen, wie lange das geht oder wann das begonnen hat. Man geht natürlich davon aus, dass es ähnlich wie bei Herrn Fendrich ein paar Jahrzehnte oder schon passiert ist. Aber in der Mittelschule damals. Bei Jörg Haider wurden bei der Obduktion im Jahr 2008 neben Alkohol auch Kokain im Blut gefunden. Also wurde das damals publik gemacht? Ja. Also man weiß, im Namen des öffentlichen Interesses. Man weiß, er ist mit seinem Auto 142 km/h auf einer Landstraße gefahren und ist beim Überholen von der Straße. Schnell. Auf einer Landstraße? Auf einer Landstraße. Landstraße ist 100 km/h. Landstraße in Kärnten, kurvig, Berge. Nicht 100, Er ist mit 142 km/h eine Böschung runtergefahren. Wie ist das nicht so schnell? Normalerweise focust einen Koks. Ja. Und er war dabei nicht nur betrunken, weil ich dachte bis jetzt, er wäre nur betrunken mit knapp 1,8. Okay, sorry, aber wenn du mit 142 km/h durch eine Landstraße fährst, musst du auf Koks sein. Ja, okay, ich dachte, er wäre nur betrunken gewesen. Aber okay, I'm sorry, aber das hängt aber davon ab, was jetzt die Begebenheiten sind. Ja, stimmt natürlich. Es wurde aber eine trockene, griffige Straße ist. Okay, wir wollen jetzt nicht durch einen toten Mann lachen. So, nein, wir keiner. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich meine, vielleicht war es ein Speed Reasonable und da war auch plötzlich Glatteis. Der Grund, wieso ich das gesagt habe, also dieses Beispiel aufgebracht habe, ist nicht, weil ich mich über den Herrn Haider lustig machen wollte, sondern weil ich es einfach nicht wusste. Also, weil es mich gewundert hat. Yeah. Genauso hat es mich gewundert beim Reinhard Fendrich. Weil der hat mir eher gewirkt wie jemand, der halt viel trinkt oder so, aber nicht jemand, der Koks. Ich bin schon überrascht. Ich habe irgendwie die Koks-Skandale, jeder einzelne eigentlich ist FPÖ-nah. Die politischen, weil... Das ist schon arg. Jörg also, Haider, Fendrich ist halt gut. Nein, der ist ja kein Politiker, aber ich meine... Ja, Jörg Haider, Gudenus. Gudenus Strache hat ja auch genug gehabt. Also wenn Strolz... Strolz hatte ja mal die Sache, dass er in der ZIP gesagt hat, er hat vor ein paar Jahren mal Cannabis geraucht und dann hat der Armin Wolf sich urdrauf aufgehängt und dann wurde er halt gecancelt dafür. Finde ich so lustig. Weed raucht.
Armin Wolf, mal like ich wette vor allem, ich wette vor allem, Matthias Scholz hat wahrscheinlich, es war so ein Elon Musk, so ein Puff. Und dann war es so, dann dieser Blick. Jetzt habe ich Cannabis geraucht. Oh, wow. Das Cannabis. Es gibt dann ein urgutes Video. Ich wollte von damit eigentlich eher sagen, dass er auch gerne Schneesport betreibt. Der Stolz. Na, vom Stolz gibt es da nichts. Ja, können wir nicht bestätigen. Aber ich meine nur, das lässt mich irgendwie noch mehr glauben, dass einfach sehr viele Promis Schneesport betreiben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lenny, Glückwunsch zum Sieg übrigens. Ja, ich darf ein Bikini-Try-on-Haul machen. Ich glaube. Was sagt Lara dazu? Ich glaube, das will niemand sehen. Ich glaube auch nicht. Ich schaue mal, ob das gemacht wird. Aber es wird schon gemacht. Okay. Bikini-Try-on-Haul. Ganz kurz, wie lustig wäre es, wenn du in Polizistenuniform zu den Polizisten hingehst, sie ein bisschen anstenkerst. So, Herr Kollege, dann, schau mal. Und dann ist es so wie bei einer von diesen Strip-Shows, wo die Stripper sich ausziehen und plötzlich haben sie so einen Bikini drunter. Dann kriegst du sicher eine Anzeige. Ja, ganz kurz, bevor wir diese Folge beenden, haben wir noch ein drittes Kleinthema, das wir ansprechen wollten. Was wir eh schon am Anfang ein bisschen angeteased haben. Genau, die ganze Corona-Geschichte. Corona. Hofer hat nämlich AKA die schlechteste Stand-Up-Routine 2020. Also was hat es eigentlich mit dem Koran auf sich, mal like Koraner? Yeah. Am I right, guys? Die Leute haben... I got nothing. Ja, jedenfalls Hofer sagt bei einer Kundgebung... Die Leute haben literally gelacht und applaudiert. Der FPÖ, dass der Koran gefährlicher sei als Corona. Jetzt wurde er zweimal angezeigt wegen Herabwürdigung religiöser Lehren. Das ist auch so witzig. Stellt euch vor, er hätte eine Unterlassungsklage bekommen. Komm. Ehrenbeleidigung vom Koran selbst. er geht direkt auf religiöse Lehre. Alter. Deswegen dachte ich, zum Abschluss, wir spielen ein ganz kurzes Spiel. Ja, Wer ist gefährlicher? Das ist jetzt schon das dritte Spiel heute. Ja? Ganz kurz, nur drei Runden. Wer ist gefährlicher? Bibel oder Bindehautentzündung? Wie hast du Bindehautentzündung gesagt? Bindehautentzündung. Wer ist gefährlicher? Wir müssen die Spiele spielen. Okay, 3, 2, 1. Bindehautentzündung. Okay, einmal Bibel, einmal Bindehautentzündung. Ich will nur sagen Charlottesville. Nächstes. Wie viele Leute sind an der Bindehautentzündung? Kriegen wir jetzt auch eine Antwort von dir? Oder nein, ist einfach ein freies Spiel. Achso, ist ein freies Spiel. Nächste Runde. Nächste Runde. Ich sollte einfach so das Jonas vs. Stalin machen, dass es keine Gleichstellung gibt. Es gibt keine. Ich will so Bibel oder Bindehautentzündung. Am Ende ist einfach jemand so, du machst die nächste Challenge. Aber schau, das ist ohne Punkt. Okay, zweite Frage. Wer ist gefährlicher? Torah oder Tourette? Schwierig. Okay. Kennst du dieses eine Video? Das ist ein Kopf an Kopf. Kennst du dieses eine Video von ProSieben? Oh Gott. Ja. Reden wir nicht drüber. Okay. 3, 2, 1, Tourette. Okay. Tourette ist gefährlicher als die Torah. Und das letzte? Aber es ist ein Kopf an Kopf Rennen für mich, muss ich schon sagen. Torah ist schon gefährliches Buch. Gefährlich. Ja. Vor allem darauf basiert auch die Bibel. Ja. Das habe ich nicht bedacht. Okay. Du was nicht, gefährlicher? Ich schon. Shruti, das ist sozusagen die Sammlung an Texten des Hinduismus. Shruti. Das wusste ich. Oder Schilddrüsenüberfunktion. Ganz klar. Hast du Leute mit Schilddrüsenüberfunktion gesehen? Wo dünn? Das sieht fucking extrem schlimm aus. Okay, deswegen frage ich. 3, 2, 1. Schilddrüsenüberfunktion. Chipsy-Cola verhext. Gut. Jetzt, wo wir genauso unangebracht und unangenehm wie der Hofer gehandelt haben, hoffe ich, ist allen klar, wie dumm seine Aussage war. Danke. Aber nur ganz kurz, weil er hat... Schau, ich wusste, du hast deine Agenda, du fucking Liberal. Du leftist Liberal. Nein, aber ich finde das auch, er hat das irgendwie in derselben Art gesagt wie der Twitter-Account oder so. Corona ist gefährlich? Da könnten wir gleich mal sagen, der Koran ist gefährlich. Bitte, das ist allemal gefährlicher als Corona. Dass er meine Lieben gesagt hat, dieses meine Freunde, was die FPÖ immer rausmacht, diesem meine Lieben, meine Freunde. Meine Freunde. Deine Freunde. Meine Freunde, wir haben es hier nicht mit einer Corona-Krise zu tun. Es ist Corona eine Koran-Krise in Österreich. Wenn etwas gefährlich ist, dann ist es, meine Freunde, der Koran. Der Koran ist es nämlich, meine Freunde. Na gut. Gut. In dem Sinne... Jonas wartet einfach meistens nur, bis wir aufhören mit unseren... Ramblereien. Mit unseren dementen Ausschreien. Jetzt bin ich und ich habe meine zwei Großeltern hier schon komplett bauzt. Das ist auch deine zwei fünfjährigen Toddler. Ja, genau. Toddler. Die sie geschreiten. Heute haben wir es irgendwie mit der Aussprache.
Na gut, in dem Sinne, egal ob... Bindehautentzündung. Egal ob mit einer Beilage Darmwind, einer Beilage weißem Schnee oder einer Beilage Corona. Wir hoffen, dass ihr weiterhin den Spritzwein zum Frühstück konsumiert. In dem Sinne, wir lieben euch. Auf Wiederhören. Wir sehen uns auf der Piste. Bye.